Nicht, meine Freunde. Ich musste gerade mal ein bisschen schmecken. Schmeckt gerade ein bisschen verbrannt. Vielleicht steht irgendwo ein Tabakblatt hoch. Egal, das Video wird trotzdem gestartet. Heute geht es um einen etwas neueren Tabak. Also neu ist er halt nicht mehr, aber es gibt noch nicht so allzu viele Videos darüber. Es geht um Emperor Vanille. Hier steht kein Emperor drauf. Ich mach mal ganz kurz den Tante da. Das ist auch schon ganz verpeilt. So. Ich komme gerade vom Sport, habe mir gerade einen schönen Film angemacht, eine Pfeife. Was will man mehr, ne? Da habe ich mir gedacht, ich mache ein Video für euch. Ist doch kein Ding. Na, es geht. Ich komme dann direkt mal zu euch rum und zeige euch den Schnitt vom Emperor Vanille. Ihr seht es nochmal. Vanille. Steht leider nicht Emperor drauf. Ich muss gerade überlegen, von wem ich den bekommen habe. Vom Sebastian Lang habe ich den bekommen. Liebe Grüße an dich, Sebastian. Hier seht ihr den Schnitt. Wenn der Autofokus mitspielt. Na? Tu es. Oder tu es nicht. Egal. Ich denke mal, man sieht es trotzdem. Der Schnitt ist relativ durchwachsen. Alles dabei. Blattadern. Etwas dickere Stücke. Jetzt sieht man es. Aber dennoch schön feucht, brauner Tabak, so wie man sich das wünscht. 200 Gramm, kosten 13,50 € wie Alvaja. Und ob das eine gute Alternative zu Alvaja ist, das werden wir jetzt in dem Video rausfinden, da der Alvaja zurzeit Probleme hat mit Feuchtigkeit und so weiter. Der Tabak hat keine Probleme mit Feuchtigkeit, er ist wirklich super schön feucht. Wir kommen zum Geschmack noch nicht, zum Geruch erstmal. Ich werde den Tabak nicht essen. Oder vielleicht doch, vielleicht riecht er so gut, dass ich ihn essen möchte. Mal sehen. Ja. Also, was man so liest, viele vergleichen den Emperor Vanille mit dem Alfaja Vanille. Der Alfaja, der riecht ja so ein bisschen nach Vanillepudding. Der Emperor Vanille riecht definitiv auch nach Pudding. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gummitierchen kennt, die so einen cremigen Geschmack haben. So riecht er auch ein bisschen. So ein Mix aus Pudding und Gummitierchen. Riecht wirklich lecker, aber man riecht auch diese starke Bourbon-Vanille raus. Riecht wirklich super lecker, riecht super schön, Pudding ähnlich. Einfach lecker, macht richtig Bock, den zu rauchen. Ja, mein Setup. Chrisman. KS Liner. Kayapin X660. Hotshot RT, mein Standard Setup, Budget 2.0 Aufsatz 3, Coco Beach Kohlen. Der Hotshot so bis hoch zum Rand gefüllt. Ja. Wir kommen zum Rauch. Ja. Rauch ist okay. Geht auf jeden Fall klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, der verträgt nicht allzu viel Hitze. Ich habe jetzt die drei Kohlen relativ weit am Rand, soweit wie es geht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der kratzt trotzdem noch ganz leicht im Hals und schmeckt ein klein bisschen verbrannt, aber ich weiß nicht, ich kann die Kohlen nicht weiter am Rand legen und ich will jetzt auch keine runternehmen oder sowas, weil dann ist wieder definitiv zu wenig Hitze. Ich habe schon mit der Zange den Tabak noch ein bisschen runtergedrückt, dass er es nicht oben anstößt. Macht es eigentlich auch nicht, aber wer weiß. Wir kommen zum Geschmack. Ja, und geschmacklich. Ja, geschmacklich ist das Ganze doch schon sehr stark dem Geruch ähnlich. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck, kurz ein bisschen Schleichwerbung machen.
Ja. Liebe Grüße an dich, Felix. Ja, meine Vögel gehen schon wieder ab. Ich habe einen neuen Vogel. Der wird gerade so ein bisschen malträtiert irgendwie. Alles Barbaren, diese Vögel. Wir waren beim Geschmack stehen geblieben. Er schmeckt sehr stark nach einer Bourbon-Vanille. Also nach einer richtig puren Vanille schmeckt der. Nicht mehr ganz so cremig wie im Geruch. Nicht mehr so Pudding-lastig und so Gummitierchen-lastig. Ist schön. Ein guter Vanilletabak. Ich hatte den AF-Vanille noch nicht. Leider, sonst könnte ich den vergleichen. Ich kann den jetzt nur mit Nackler vergleichen. Nackler ist einfach scheiße, der Vanille. Der ist wirklich eine Überraschung auf jeden Fall. Schmeckt super lecker. Kann man nicht meckern. Wie gesagt, diese Bourbon-Vanille. Vielleicht ein bisschen Pudding-lastig ist es vielleicht noch, aber nicht mehr so stark wie im Geruch. Ja, es bleibt bei der Bourbon-Vanille. Aber nichtsdestotrotz super lecker. 13,50 € 200 Gramm. Was will man mehr? Ich habe noch ein paar andere Sorten hier liegen. Es werden auf jeden Fall noch Videos davon folgen. Könnt ihr gespannt sein. Ich habe noch Blutorange da. Traube Minze. Blueberry Mint. Also Blaubeerminze. Den kann ich dann schön mit dem Alvaro Blue Mint vergleichen. Dann den normalen Blueberry. Und ich glaube, das war's. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht, welches Video als nächstes kommen soll. Ich danke auf jeden Fall hier nochmal Sebastian Lang. Danke nochmal für den Tabak, für die Shots, dass ich die testen darf. Wirklich sehr lieb von dir. Wie gesagt, ein gelungener Vanille-Tabak. Wirklich sehr lecker. Kauft euch den mal. Ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich habe auch schon gelesen, vielen schmeckt der nicht. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass einige davon dann doch schon den Alfacher gewöhnt sind und der einfach wirklich einer der besten Vanille-Tabaksorten ist. Aber der ist wirklich sein Geld wert. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Und zum Mischen mit dem Emperor Guavera, was ja Cigar sein soll, da habt ihr ein bisschen diesen Cigar-Vanille-Touch vom AF in Billig-Version auf jeden Fall. Vielleicht komme ich da auch noch einen Shot dran, da kann ich euch das auf jeden Fall auch noch vorstellen. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich werde jetzt noch schön meine Pfeife genießen, meinen Film nach dem Sport, werden wir dann noch was zu essen machen. Werde mich einfach nur völlig entspannen. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin, haut da rein. Bleibt da frisch und wir sehen uns. Peace out.